Während tapfere Feuerwehrleute verzweifelt gegen die wirklich verheerenden Waldbrände in der sächsischen Schweiz kämpfen, da helfen Politiker nicht nur mit wahlkampftauglichen Krokodilstränen und vollmundigen Versprechen, die dann sowieso nicht eingehalten werden, sondern erteilen auch hilfreiche Ratschläge. Ja, so wie der ehemalige grünen Stadtrat Robert Schlick, der auf Twitter fragt, Zitat, vielleicht sollte man Sachsen einfach kontrolliert abbrennen lassen. Zitat Ende. Na gut, das ist ein wenig überraschender Vorschlag, denn schließlich qualifizieren sich die koboldgrünen Ökofaschisten seit Jahren als Fachkraft Doppelpunkt innen für geistige Brandstiftung, während sie deren praktische Ausführung ihren außerparlamentarischen AAAs, also den Antifa-Anschlagsaktivisten, überlassen. Lieber Herr Schlick, möchten Sie mit Ihrer Politik der verbrannten Erde 2.0 in die Fußstapfen der größten Kriegsverbrecher des 20. Jahrhunderts treten? Also so wie die Führungsgenossen Ihrer Kriegspartei die schwere Waffen an die Ostfront bringen wollen? Herr Schlick, erwägen Sie vor der heißen Sachsen-Endlösung eine Deportation der Bevölkerung in Lager? Oder wollen Sie die schon länger hier lebenden, selbstdenkenden Menschen gleich mitentsorgen, quasi nach der Devise Asche zu Asche? Böse Hetzerzungen, die unterbreiteten ja bereits den Gegenvorschlag, die Grünen kontrolliert abbrennen zu lassen. Naja, bei den Unmengen an Stroh in den Köpfen der Annalena-Jünger, das brennt ja wie Zunder. Lieber Herr Schlick, bewegen Sie doch erstmal Ihr Hinterteil aus dem bunten Hamburg ins Katastrophengebiet. Und dann sagen Sie den unermüdlichen Helfern, die bis zur Erschöpfungsgrenze und darüber hinaus gegen die Flammen kämpfen, Ihren heißen Vorschlag direkt in die rußverschmierten Gesichter. Das möchte ich sehen. Wetten, dass man Ihre an Volksverhetzung grenzende Wortwahl vom Abbrennen mit einer handfesten Schock-Traumatherapie heilt und danach, da können Sie unter der Maxime Dummreden ist grün, Schweigen ist schmerzfrei, aktive Wiedergutmachung am sächsischen Volk leisten, ja, und gewiss findet man dazu eine wichtige Aufgabe, die sowohl Ihrem Intellekt als auch Ihrem Niveau entspricht, beispielsweise die Reinigung der mobilen Latrinen mit der Zahnbürste und zwar Ihrer eigenen. Ob es jetzt gegen den scheinbar pathologischen Sachsenhass von Grünling Schlick auch etwas von Ratioform gibt? Also ich fürchte nicht, denn wie meine Oma schon zu sagen pflegte, dumm bleibt dumm, da helfen keine Pillen. Und was die Sache noch viel schlimmer macht, Herr Schlick ist ja selbst gebürtiger Sachse, ja? Und da hatte ich so die Vorstellung, wenn er das nächste Mal auf Heimatbesuch ist in seiner Geburtsstadt Oelsnitz im Vogtland, dass man ihn vielleicht teert und federt, durch die Stadt jagt und anschließend auf den Marktplatz an den Pranger stellt, wo er von der Bevölkerung mit fauligen Eiern und Tomaten beworfen werden kann. Zugegeben, ich will natürlich jetzt nicht aufstacheln und nicht anleiten zu Straftaten, aber die Vorstellung finde ich irgendwie schön. In diesem Sinne, bleiben Sie kritisch, Ihr Elmar Gerke.